Hallo zurück zu Saints Row 3. Ja, wir haben mal wieder die Cops auf den Fersen. Dabei bin ich gerade erst losgefahren. Es ist ein Traum. Naja, wir fahren jetzt erstmal Richtung Werkstatt. Wenn uns denn die anderen, das andere fahrende Volk hier mal lässt. Jedenfalls wollte ich noch das Fahrzeug hier ein bisschen aufpimpen und nächstes Mal vielleicht auch mal den Torch. Mal gucken, ob ich dran denke. Hier haben wir ja nicht mehr so wahnsinnig viel zu verbessern, aber ein bisschen. Okay, ums Eck. Ja, hier rein. Dankeschön. Nicht verfügbar, während du bekannt bist. Ach, ist ja unglaublich. Können wir hier mal ein bisschen. Können wir mal hier Vergebung kaufen? Wäre toll. Polizeivergebung. Ja gut. Nee, doch nicht. Alter, es ist ja echt abartig. Das hat auch schon nicht alleine geklappt. Stecksoldat. So. Hier findet uns kein Mensch drin. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Ja, es fängt schon an zu flackern. Das heißt gleich... Ist unsere Bekanntheitsstufe auf 0 gesunken? Ich hoffe, es dürfte auch ein bisschen schneller gehen. Wäre toll. Ja, sehr schön. Jetzt können wir reparieren. Also umbauen. Also, ne? Tunen. Reifen. Drehmoment. Noch was. Stoßstange. Rahmen. Nitro haben wir schon. Kniekappen brauchen wir nicht. Ja. Bringt aber Respekt. Die Kappen können wir nicht bei den Felgen nehmen. Okay, alles klar. Dann war es das hier auch schon. Jetzt können wir wieder raus aus der Tuning-Box. Und das Kopromobil steht da natürlich immer noch. Was ich, womit ich in dieser Folge anfangen wollte, war ein Vandalismus. Damit diese Folge wieder Überlänge kriegt, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Es kommt darauf an, wie lange es dauert. Ich tue mein Bestes natürlich, dass es nicht so ist. Denn ihr müsst es ja auch noch gucken können. Jedenfalls sind wir schon da. Oh. Ja, Leitplanke. Habe ich nicht gesehen. So, und da sind wir schon. Wie schön. Jedenfalls machen wir danach noch wieder einen Hauptauftrag. Mit den gegebenen Waffen. Was haben wir im Schiff? Ja, natürlich. Ach, Decker. Nice. Okay, hier ist wenigstens eine Hauptstraße. Bringt trotzdem nicht viel. Huch. This never gets old. Ja. Toll. Das sind keine echten Fahrzeuge, leider. Was ist sein? Geile Name, Raoul. Ob ich das irgendwas bringen würde. Sieht davon auch nichts. 200.000 ist wieder das Ziel. Personen bringen überhaupt nichts. Stecksoldaten auch nicht wirklich. Ich sag immer Stecksoldaten. Weil mir das immer so ein bisschen an Lego erinnert. So. Ciao. Pull sie gerade den Schlipper aus der Rosette. Auch nicht schlecht. Wieder ein neues Auto. Ciao. 118. Guck mal weiter. Ach, die Weiber, die Bekloppten sind auch wieder da. Komischerweise gibt es die nur bei den Deckers. So. Kommst du dran? So, haben wir hier noch irgendwo Autos stehen? Da hinten, die sind aber nicht wirklich vorhanden. Da steht noch eine Taxe.
Oh, hier sind wieder Weiber. Die Schlippi-Weibis. Die Schlippi-Weibis. Schlipper-Weiber. So, zack. Tschüss, Oma. Du bist der Größte, ja. Und hier sind es auch schon. Freundchen. Ich dachte nur irgendwie überhaupt nichts an Geld gerade. Schade eigentlich. Ciao. Toll, das Auto fliegt in die Luft, aber Kopf bleiben sitzen, auch nicht schlecht. Ja, war so. Alles gut. 160.000 haben wir schon. 62.000, 168.000, ist doch schön. Das geht doch. Hier ist ein heute Auto. Und gleich noch so einer. Toll. Muss auch wegschießen. Hm, weiß ich nicht. So, 24.000 brauchen wir noch. Noch ein Auto. Also mal gucken, was haben wir hier noch so schönes in der Gegend rumstehen, was keiner mehr braucht. Ein Zaun. Naja, ist nicht so viel wert, aber... Ruhe im Buff. Ja, ich glaube, wir kriegen es hin, wenn auch ganz knapp. Ciao. 20 Sekunden noch. Da ist schon der nächste Decker. Und das war's. Wir haben es. Haben es geschafft. Ciao. Gut. Hela Kill 2011. Errungenschaft von Steam. $4.400 ist nicht so wahnsinnig viel. Also wir kriegen schon mal gar nicht so viel. Aber hey. Kleinvieh macht auch Mist. Und meistens stinkt der sogar noch viel schlimmer. So, mal gucken. Was haben wir hier für schöne Autos? Deins ist ganz schön, Oma. Opa, was bist du für einer? Ach, so ein Kim Jong-un. Okay, raus aus der Karre. Raus. Raus. So. Toll. So, mal kurz anhalten. Jetzt machen wir einen Hauptauftrag. Nach 7 Minuten 45 Sekunden ist das schon okay. Da können wir es machen. Und jetzt machen wir den Zombie-Angriff von Viola. Viola, thanks for... Make sure you aren't late. Excuse me? To meet the mayor. Hold it, what's going on? The mayor needs our help. Why would we help him? Who cares about... The mayor is one of the most powerful men in Steelport. Don't just dismiss him. And we should just jump when he says? If it'll get us on his good side, yes. I'm trusting you on this, Viola. You should. Mm-hmm. Das sollte er auch, wenn es ihm jemand anderes sagt, außer Killbang. So, jetzt sind wir ein Nachbrenner. Ich sag immer Nachbrenner, so ein Quatsch. Das ist nie froh. So, besitzen dürften wir mittlerweile alle Gebäude, die es außerhalb der Kampagnen, halt der außerhalb der Aufträge, halt so zu besitzen gibt, die man kaufen kann. Okay, nochmal rum. Und da sind wir schon. What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Are you serious? Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Mm-hmm. Look, sweetie, I'll fuck with whoever I want to fuck with. I mean, who does this guy think he is? Ach, du ahnst es nicht. Viola, is this the kid you were talking about? Burt fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Besides, I love my constituents. Sir, I am a huge fan. Excuse me. Viola says the Saints are the new game in town. If that's the case, I want in. Yeah, great. What do you need? I got a zombie problem that I want... Wait, a what problem? Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media drug masses, yes? This ain't Los Angeles. I'll tell you about it later. You knew about this? So what do you say, kid? Yeah.
Undead cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but hey, we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off Stag? You're acting like I never had to outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Okay. Oh my god, this guy is fucking awesome. Stop being a fanboy. Burt Reynolds einfach drin. Ich fasse es nicht. Oh Mann. Und dabei dachte ich, diese Stadt hätte eine Bürgermeisterin. Tja, falsch gedacht. Maybe I should have thought this through. It's too late now. You don't back out after agreeing to something with the mayor. You're right. Can't let Burt down. What's the plan here? Simple enough. Put on gas masks, find the chemicals, neutralize them, and kill anyone on our way, alive or dead. But for killing these zombies, what's the plan for that? I'm not picky. As long as they stop moving. Und sie ballert und ballert und natürlich ballert sie. So. Tag. Heard from my contact in Stag. There are three containers leaking the virus into the air. They'll have to be submerged in water to be neutralized. Think you can handle that? Mayor Reynolds, Stag gave me just the tool I need. Sieht aus wie ein Ameisenbär. Okay. Dann wollen wir mal. Wird nicht weniger, ne? Dachte ich mir. Was? Was macht er denn? Sowas. Schön liegen bleiben. Alter, Zombies, ich fasse es ja nicht. Okay. Wasser jetzt? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Und soll das Teil noch im Wasser verschwunden sein? Und rein damit. That was easy enough. Oh. Viola, how's it? Help me! They're everywhere! Hold ja, ich komme schon. Bin schon da, bin gleich da. Und ihr ballert natürlich auch noch auf mich, ne? Natürlich. Ich möchte gerne eine andere Waffe haben. Warum habe ich jetzt schon wieder so wenig Ausdauer? Ich meine, ich konnte auch unbegrenzt laufen. Lass das doch mal sein, Oma. Ich will keinen Zunguss. Komme.
Viola, ich komme, ich bin gleich da. Ich weiß, warum habe ich keine Ausdauer? Alter. Na komm. Brauche ich ja nicht. Den müsste ich allerdings schon nachladen. Hinterher. Diese Groupies. Unglaublich. Lass das sein, Oma. Fingerlich, fingerlich, fingerlich. Och Mann, warum wollt ihr mal küssen? Der eklig. Bah. Alter, ich muss zu Viola. Natürlich hinter so einem Labyrinth. Ja, ich bin schon da, Mäuschen. Ich bin ja da. CC, splitting up? Bad. Well, I was going to say thanks. Oh, nehmen wir alle Geld dabei. Reiche Zombies, toll. Töte die Zombies. Alle? Nehmen wir uns erstmal diese Seite vor. Can you even kill something that's dead? If they're moving, they ain't dead. They're just fucked up. How scientific. Ja. Alter, das ist unglaublich. So, wir lassen sie erstmal alle herkommen. How fucked up this is? No, that we never thought of manufacturing zombie gas. The Morningstar could have made a killing. So, 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 so. Ist er tot? Ja, ich glaube ja. Gut, hier sind noch... Ach, die brennen ja schon. Okay. Too much politics. Besides, he wasn't about to go up against Mayor Reynolds. First smart movie made. Ah, Gefahr. Und jetzt sollen wir... Toll, jetzt sollen wir Gefahrgutfässer auch noch wieder versenken. Toll. Toll. Klatscht die uns noch eine auf dem letzten Meter. Das hört sich nicht wirklich irgendwie echt an, aber okay. Okay, da müssen wir hin. Oh, schon wieder. Sie will auch wieder küssen, Mann. Nein, ich stehe nicht auf Zombies. Ich bin nicht nekrophil. Lass das doch mal sein. Ach, nicht schon wieder. So. Viola, mitkommen. Die hält sich aber auch richtig schön im Hintergrund, ne? Alles von meiner Munition geht das ab. Wir müssen übrigens hier rein. Glaube ich.
me! Nicht ihre glibberigen Finger von einem, ne? Unglaublich. Natürlich, natürlich, natürlich. Und wieder haben wir zig wieder um uns rum. Und wieder will uns so eine alte Knütschen hier. Knütschen vor allem. Wo ist denn hier Wasser? Da hinten ist Wasser. Get out of here! Not feeling so well. Let me check your... Shit! The hose on your mask is damaged. There's a rim drop close by. Maybe I can fix it there. That sounds like a good idea. Let's hurry! Okay, auf zu Rim Jobs. Warum stehen hier eigentlich keine Autos mehr rum? Müssen wir auch mal zusehen, dass wir zu Rimjobs hinkommen. Ist ja echt entzückend. Dann aber ganz schnell. Gut. Hallo, ich bin da. Ach, ich soll beschützen. Okay. Also weißt du. I'll look around for that hose. You hold them off. Oh sure. Piece of cake. Ja, ganz, ganz toll, super. Oh, das finde ich gut. Dass er gleich umkippt, finde ich toll. Can we hurry this up? Still looking. Look faster. Ja, schneller bitte. Ja, schon ziemlich toll. Ich möchte nicht zu einem Zombie werden. This isn't right. Any day now. These bodies are looking tasty. Ah ja, okay. Got it. All right, get it fixed. Oh, just relax. Alles da, das war's. Jetzt zum letzten Gefahrenfass. Steht ein Auto, aber ohne Vorderachse. Das ist nicht so gut. Damn it! I keep getting pieces of these things on me. I'm gonna need a shower after all this. Tun wir jetzt auch gemeinsam. Alter, diese Oma. This. Seen one zombie, you've seen them all. Like you've ever dealt with a zombie before. Actually, I had this friend once named Lynn. What? never mind. Ganz schön teuer, was man hier an Munition verbrät. So, jetzt müssen wir hier mal rein. Und wohin? Was sind sie? Alter! Die haben sie gar nicht gesehen gerade. Was, da hinten muss das Ding hin? Alter, Scheibenkleister, Kacke. Come on, move, dammit! Oh, sorry.
Alter. Hauen die uns wieder um. Ah, diese notgeilen Zombies immer. Alles so leckgeil. Containers to go, Mayor. Good. You get this done, and you can count on the Steelport Municipality to back the Saints. SWAT teams, favors from the police chief, a little help from me personally, whatever you need. You oh. Get. Mayor Reynolds, I'll let you know when it's done. Nimm den Chemikalienlasser, ja, machen wir gleich. I think we could utilize this virus to fight our enemies. All we need is a sample before you destroy it all. Oleg, I am not making a shitty problem worse by letting it out. I'm saying Saints could create zombies to fight with us, overwhelming our enemies with a tide of flesh. Yeah, okay, that's fucking cool. Ja, klingt gut. Ich bin noch sehr naiv, aber durchaus gut. So, los. Natürlich, wo warten natürlich die meisten? Genau am Gefahrgut, am Chemikalien-LKW. Wir singen einfach mal ein bisschen durch, ja. Schon wieder. Na, nicht schon wieder die. So. Guten Morgen. Lass es sein. Ich will doch einfach nur in den LKW hier rein. Los, einsteigen. Wir wollen was? Zombiebegleiter. Wir werden jetzt ein Sportbegleiter. Also ich würde ja lieber Bird Reynolds haben, ne? Ganz ehrlich. Und platsch. Gut. Es ist besser, glaubt mir. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ansonsten aussehen würde, aber... Zombies sind selten eine gute Idee. Commander, what the hell are you doing? There have been some complications, Senator. Complications? Don't talk to me about complications. I want results. You want results? Then authorize the use of the Daedalus. If Congress got on board, Homeland Security would never allow it. This is out of control. I am coming to Steelport. Zombies and Monica Hughes? Shit. Zombieangriff geschafft. Naja, dafür gibt es $17,600. Stufe 49, Respekt. Es ist nur noch eine Stufe, bis wir alle Stufen, glaube ich, freigeschaltet haben. Begleiter Bird Reynolds. Ja, den können wir jetzt anbimmeln, können mit ihm kämpfen. Wenn wir denn wollen, Begleiter Einsatzkommando. Fordere ein Einsatzkommando an, um im Kampf Hilfe zu bekommen. Und eine Gasmaske haben wir jetzt im Kleiderschrank. Bekanntheit weg, Gesetz. Rufe Bürgermeister Bird Reynolds an, um die Bekanntheit bei den Gesetzeshütern zu entfernen. Ja, ich dachte, das wäre eigentlich hier Vergebung, Polizei oder so. Dachte ich nicht. Okay. Gebranntes Kind. Hirn. Hirn? Ja, gebranntes Kind. Hirn. Guti. Dann wollen wir gleich mal wieder zu einem
Friendly Fire. Das mache ich aber außerhalb der Aufnahme. Braucht da nicht noch bei sein. Und toll. Na gut. Ich würde sagen, erstmal bis zur nächsten Folge Saints Row 3. Und dann machen wir, was machen wir dann? Dreikampf vielleicht. Muss ich mal sehen. Vielleicht machen wir auch einen normalen Auftrag. Schauen wir mal. Wir kriegen schon was zusammen. Und wir können das Gebäude upgraden. Das zweite Upgrade für unser drittes Domizil, für unsere dritte Festung. Finde ich gut. Also, bis zur nächsten Folge Saints Row 3.